Boah, schon wieder so spät. Ihr seht schon, ich mache heute das Intro. Warum? Erfahrt ihr gleich. Weiter geht's mit den Firmen- und Erlebnistagen 2017. Heute bei der Firma Stecher, ganz woanders in Sauldorf. Wie ihr schon seht, habe ich einen neuen Kollegen mit dabei, der Raphael. Und wie es überall im Leben so ist, manche Dinge fangen an, manche hören auf. Und ja, da meine Zeit in Sigmaringen jetzt langsam dem Ende zugeht, würde ich vorschlagen, Raphael, wie sieht's aus? Hast du Bock? Ja, habe ich schon. Dann muss ich wohl weitermachen, wo du aufgehört hast. Ja, muss ich wohl weitermachen, da kommst gar nicht drum rum. Ja, also würde ich jetzt mal sagen, ich übergebe feierlich das Mikrofon jetzt quasi ab. Das ist natürlich eine schwere Aufgabe jetzt für mich. Der Patrick hat gut vorgelegt. Aber dann würde ich sagen, mache ich die letzten Firmentage, die jetzt noch auf uns zukommen, leider ohne ihn weiter. Freut es mich sehr, noch einen Interviewpartner bei mir zu haben, wenn Sie sich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Stemer. Ich bin hier der Ausbilder im Haus bei der Firma Stecher, momentan zuständig für 21 Auszubildende in drei Berufen. Das wäre der Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker und Mechatroniker ist dieses Jahr neu dazugekommen ab dem 1. September 2017. Also hier bei uns im Betrieb ist es so, dass der Chef auf ein junges Führungsteam bauen möchte. Und wenn der Chef dann sieht, dass der eine Mitarbeiter sich bemüht, praktisch das Unternehmen nach vorne bringen möchte, werden auch die Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, wie zum Beispiel der Meister, der Techniker. Solche Sachen sind dann durchaus bei uns möglich. Also warum sollten Jugendliche bei WorkEthic teilnehmen? Also ich finde es wichtig, um einfach die Richtung kennenzulernen, was sie später mal machen möchten, egal ob das im Handwerk ist oder dann nachher auch in Industriebetrieben. Einfach um die Richtung kennenzulernen, um sich zu informieren, um sich Meinungen zu bilden, vielleicht auch schon im etwas jüngeren Alter, nicht erst, wenn es dann darauf ankommt. Okay, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal für das kurze Interview und schließe ab mit der traditionellen Frage, die alle auch schon kennen. Wie würden Sie das Projekt WorkEthic spontan in Ihren drei Worten beschreiben? Zielgerichtet, orientiert und engagiert. Erzähl mal, was du da gerade machst. Wir konstruieren einen Schlüsselanhänger. Jetzt seid ihr ja fast fertig. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt haben wir es ausgedrückt und jetzt wird es ausgefräst. Okay, das heißt, da geht's dann wieder runter in die Produktion? Ja. Cool, schauen wir uns das doch mal an. Wie? Du bist nicht bei den Firmenerlebnistagen dabei? Dann anmelden fürs nächste Jahr. Firmenerlebnistage 2018, auch wieder mit dem WorkEthic-Team.